Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat ein klares Motto, bottom-up, zu Deutsch von unten nach oben, damit das im Koalitionsvertrag festgesetzte Ziel, so viel Energie wie möglich in Bayern zu produzieren, erreicht wird, will der neue Minister bei den einzelnen Bürgern ansetzen. Wir wollen die Bürgerenergiewende neu aufsetzen. Wir wollen, dass die Bürger wieder investieren in die Energiewende. Wir wollen, dass die Gemeinden sich hier mit Bürgerenergiegenossenschaften, mit kommunalen Versorgern einschalten, hier vielleicht wieder Dächer nutzen, vielleicht auch die eine oder andere Windkraftanlage aufstellen, Energie einsparen, die Bürger beraten. Also Energiewende gelingt nur mit den Kommunen und Bürgern gemeinsam. Das wollen wir wiederbeleben, besser beraten, besser unterstützen. Gemeinsam mit dem Umweltministerium wurde dafür die Landesagentur für Energie und Klimaschutz gegründet. Die Energiewende ist teuer. Außerdem fehlt ein schlüssiges Gesamtkonzept vom Bund. Ein gemeinsam entwickelter bayerischer Plan ist gefragt. Wir wollen natürlich jetzt mal aus bayerischer Sicht die Dinge berechnen. Was brauchen wir hier, um die Energieversorgung sicherzustellen? Wollen uns damit mit dem Bund in Kontakt setzen und wollen dann auch den Bund dafür gewinnen, Dinge zu subventionieren, die Sinn machen, auch Förderkulissen so zu setzen, dass überhaupt noch in die erneuerbaren Energien investiert wird. Derzeit steht ja alles am Schlauch und es geht nichts mehr vorwärts. Dieser Knoten muss wieder gelöst werden. Am 12. November wurde der Vorsitzende der Freien Wähler im Kabinett vereidigt. Die Arbeit im Ministerium in der Prinzregentenstraße wurde aufgenommen. Ein Thema ist dem neuen Wirtschaftsminister dabei besonders wichtig: die Stärkung der Wertschöpfung im ländlichen Raum. Wir wollen zunächst mal ein Landgaststättenprogramm auflegen, damit einfach die sympathischen Wirtshäuser draußen in den bayerischen Dörfern nicht alle dicht machen, sondern wieder saniert werden, wieder Zukunft haben. Und auf der anderen Seite den gesamten Lebensmittelbereich von Metzgern, Bäckern, Winzern und so weiter, auch die unterstützen, dass die wieder investieren, dass wieder ihre Kinder auch in den Beruf einsteigen, in den Betrieb einsteigen und dass es auch morgen noch Metzger, Bäcker und Wirte in Bayern gibt. Ein weiteres Ziel des Ministers und seiner Partei ist der Ausbau des Mobilfunknetzes. Das Förderprogramm wurde vergangene Woche von der EU genehmigt. Im Mobilfunkprogramm gehen wir jetzt auf die Bürgermeister zu und sagen, bitte meldet uns weiße Flecken, wo das Handy nicht funktioniert. Und wenn ihr wollt, stellen wir dort einen Masten hin. Wenn ihr keinen Masten wollt, funktioniert eben das Handy weiterhin nicht, dann werdet ihr nicht gezwungen. Aber mit den Bürgermeistern gemeinsam weiße Flecken zu schließen, damit möglichst überall in Bayern gut mit dem Handy telefoniert werden kann. Regional, heimatnah und gut. So soll die künftige Arbeit im Staatsministerium ausschauen. Wenn es um die Energiewende geht, sind alle gefragt. Sie ist das größte Rad, das es zu drehen gilt.